Na, kommt dir der Spot bekannt vor? Büffelfisch-Spot. Und was geht da noch rein? Nicht nur der olle Büffelfisch, sondern im Idealfall auch der Graskarpfen. Und da geht er runter. Na komm, gönn dir. Noch ein bisschen unentschlossen hier. Aber es geht so langsam los. Ich hatte hier gerade schon angefangen ohne Futtermische. Zack, da ist er auch, der erste kleine Silberkarpfen. Gerade schon angefangen ohne Futtermische. Und jetzt sind die ersten PVA-Netze drin hier auf 21 Meter. Alles schön raus. Zap, jawohl, da vorne hin. Und ja, ich sag mal, es geht langsam los. Langsam, bisschen träge, würde ich sagen. Geht es los, geht es rein. Zack, das ist der nächste. Zaghaftes Gezuppel. Viel Kleinkram auch dabei. Ja, guck mal hier. Und ja, ich hoffe, da geht noch ein bisschen mehr. Es wurden hier schon große Brocken gefangen vom Silberkarpfen. Und der Silberkarpfen ist ja immer ein bisschen special. Normalerweise fängt man ihn immer wieder ganz gut an der Sura. Einer der wenigen Fische an der Sura, die man da wirklich gezielt und immer wieder auch richtig gut beangeln kann. Und ja, hier ist er allerdings auch immer mal wieder fangbar. Oftmals da drüben an der anderen Seite. Da gibt es so ein, zwei Stellen, wo man das probieren kann. Und aktuell soll der wohl auch hier laufen. Bisher muss ich sagen, muss ich erstmal noch ein bisschen probieren. Ich hatte gerade erst noch mal eine Futtermische jetzt hier zusammengemischt. Eine, die quasi, ja, die eigentlich so verwendet auch schon an der Sura funktioniert hat. Oh, da zuppelt es direkt wieder los. Wir gucken gleich mal rein. Also die Futtermische scheint jetzt so langsam zu wirken. Es geht jetzt gerade erst los. Und ich bin gespannt, ob hier noch mehr Silberkarpfen reingehen oder mehr Büffelfisch. Es sind halt am Anfang direkt ein paar Büffelfische auf diese Köderkombi gegangen mit diesem grasigen. Und das fand ich schon ein bisschen ungewöhnlich. Aber wenn sie mögen, sollen sie doch gerne machen. Nehmen wir natürlich auch gerne mit, die kleinen Büffel. Na, was haben wir da? Vielleicht noch ein Schuppi? Nee, ein Amur. Nee, doch ein Silber. Einmal alle durch hier. Da ist er doch. 12,7. Ja, das ist doch schon gut, ey. Der schmeckt doch schon. Also, direkt wieder raus hier. Zap und da vorne hin. Ja, also, wir gucken uns das Setup mal eben an. Ich habe hier zweierlei Kombinationen. Wir gucken mal eben das hier an. Das hier ist quasi die klassische Kombination für den Silberkarpfen. Ja, also wenn man so in die Rekorde reinguckt, wird man immer wieder finden hier Graskuchenpellets und Frühlingskräuter. Das natürlich mit Grasdip in Kombination und Gibi. Die andere Kombination ist dann natürlich hier Grasboilies. Das Ganze komischerweise gar nicht mal so groß. Also gar nicht mal für so große 20er, 24, 25er Schuppenkarpfen, Silberkarpfen. Gar nicht mal für diese Größe, dass man dann auch große Boilies nimmt, sondern das funktioniert tatsächlich immer wieder richtig gut mit diesen kleineren Boilies, 14er und 15er Boilies. Inwieweit das jetzt hier richtig ergiebig ist, ist schwer zu sagen. Ich werde das nur ein bisschen testen. Ich habe den Fisch schon. Mich hat bloß interessiert, ja, geht er hier rein oder geht er hier nicht rein? Denn einige suchen den Brocken noch. Ich habe den, wie gesagt, schon abgehakt. Das heißt, ich werde mich jetzt hier nicht komplett verausgaben, um den irgendwann mal hier auch abzuschließen an dem Gewässer. Muss man den denn hier überhaupt? Ich glaube, man muss den. Ne? Ich glaube, der war hier drin. Der Silberkarpfen ist hier drin. Eieiei. Naja, das ist vielleicht doch nochmal ein Anreiz, oder? Wenn er doch schon hier drin ist, zack. Und der nächste. Könnte man es doch mal versuchen. Wäre doch mal was, wenn der doch gerade läuft. Ins PVA gucken wir auch gleich mal eben rein. Und natürlich auch, zack, komm rein, da ist der nächste. Ja, also Futtermische hat tatsächlich ein bisschen gebraucht, um zu wirken. Und weißt du was, ich nehme die jetzt auch schon mal runter. Denn ich lasse jetzt die Nacht über ein bisschen Pause und werde erst wieder in den Morgenstunden, so gegen 4, 5 Uhr, erst wieder anfangen,
nachzufüttern. Die ersten 5 Packs sind drin. Jetzt kann das erstmal schön wirken und gut ist. Hier ist genau, hier war die Kombination mit den Grasboilies und die Futtermische. Die ist so zusammengebaut. Gucken wir mal eben rein. Also Raps und Kürbis als Basis. Man könnte auch Hanfsamenbasis nehmen. Und dann hier alles, was so grünlich ist. Ne? Ich habe noch den magischen Hanf mit drin. Graskuchen-Feedpellets gibt es 2 Varianten. Und natürlich mit Rasen. Also alles sehr grünlich von der Aromatik. Und dann lübt das Ganze auch schon ganz gut. Wie gesagt, ohne die Mische ging halt sofort auch die Büffelfische rein, auch auf diese Köder-Kombi. Kann man natürlich auch machen, hat man vielleicht sogar noch eine ganz gute Frequenz. Und ansonsten, ja, heißt es jetzt natürlich ein bisschen Geduld mitbringen, denn normalerweise ist die Frequenz nicht so wahnsinnig groß. Also beim Silberkarpfen hat man schon durchaus mal auch 10 Minuten, wo vielleicht mal keiner reinballert. Ja, ist leider manchmal ein bisschen, zumindest an der Sura ist es so, da braucht das schon mal ein bisschen Zeit. Hier kann es durchaus sein, dass nochmal der Schuppenkarpfen mit reingeht, der Amur mit reingeht. Also hier können durchaus einige Beifänge natürlich auch noch mit reingehen. Von daher ist das hier, da zuppelt es auch wieder los, ist das hier vielleicht gar nicht so schlimm, auf den Fisch zu gehen oder das mal zu versuchen, wie vielleicht an der Sura. An der Sura hat man vielleicht noch den Marmorkarpfen als Beifang. Und dann wird es auch schon eng. Selten mal den Wildkarpfen. So, und da zieht er auch ab. Und der hat sogar ein bisschen Bock. Na, guck. Komm ran hier. Ich hoffe, dass er dran bleibt. Gerade war schon einer, der ist abgeflutscht. Der hatte auch ein bisschen Bock. Trotz Anschlagen und allem drum und dran hat er dann doch nicht... Na, guck. Knappe 10 Kilo. Also, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Finde ich doch schon ganz okay. So. Also seit der Futtermische jetzt hier, die 8 Minuten, seit der Futtermische ging es dann quasi los, auch direkt mit Silberkarpfen. Passt doch. Jo, ich glaube, ich werde noch so ein knappes Stündchen, werde ich glaube ich vielleicht nochmal testen. Wir schauen nochmal eben kurz rein, was die Brocken denn... Achso, haben wir mal den Spot. Den Spot, wer es noch nicht kennt. Am Tümpel natürlich, da wo, wie gesagt, die Büffelfische auch immer gehen. Auf 126, 133. Und jetzt gucken wir nochmal schnell in den Kescher. Die Größe der Karpfen, da bin ich ja schon mal ganz zufrieden mit. Um die 10 Kilo ballern sie schon rein. Das ist gar nicht verkehrt. Vielleicht vergrößere ich sogar nochmal den Haken. Ich war ja jetzt mit 1-0er Haken unterwegs. 2-0er vielleicht. Nochmal ein bisschen größer reingehen. Das wäre doch was. So, mal eben nach dem Preis sortieren. 40 Silber, 30 Silber und sogar die kleinen hier für 15. Das schmeckt. Das kann sich tatsächlich schon sehen lassen. Kann man also gut machen. 8 Minuten. Den einen nehmen wir hier raus. Haben wir hier in den kurzen 10 Minuten, sagen wir mal, lockere 100 Silber schon drin. Also durchaus profitabel. Natürlich braucht man hier die Boilies, ein vernünftiges Setup. Wobei so ganz riesig wird er nicht. Ich sag mal, auch mit einem mittelguten HSV-Setup kann man sich bestimmt da auch hinstellen. Und das Glück versuchen auf den Büffelfisch, auf den Silberkarpfen, verdammt. So, ihr Lümmels, Petri... Kratsching, verkaufen. Ich renne nochmal zurück und guck, was da geht. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, ausprobieren, testen, Kommentar drunter schreiben, ob es geklappt hat. Und ja, dann Kanal noch abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags, 19 Uhr. Petri.